Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur 9. Sendung in diesem Semester. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und euch erwarten heute wieder einige spannende Themen rund um die Uni. Ich gebe euch mal einen Überblick über die heutige Sendung. Also zunächst mal haben wir einen Beitrag für euch über die Stupawahlen, die die ganze letzte Woche stattgefunden haben, sowohl an der Uni in Saarbrücken als auch in Homburg. Das Orga-TV-Team hat sich den Wahlkampf im Gebäude B41 bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mal genauer angeschaut. Und wir haben auch ein paar Statements über die Wahlbeteiligung von Leuten, die auch zur Wahl gestanden haben. Die haben wir uns zusammengeschnitten. Und wir haben einige Einblicke von der Wahl an sich mit der Kamera mal eingefangen. Außerdem erwartet euch wieder ein Beitrag als Picture in Picture. Das hatten wir ja schon öfter in der Sendung. So auch zum Beispiel letzte Woche, als ich mit Julia den Orga-TV Faktencheck zur Vollversammlung gemacht habe. Das war ja auch als Picture in Picture. Und dieses Mal geht es beim Picture in Picture nochmal um die Stupawahlen, also um die Ergebnisse der Wahlen und auch um die möglichen Sitzverteilungen, die jetzt theoretisch möglich wären für das Studierendenparlament. Außerdem haben wir noch einige Einblicke zur Mahnwache, die ja aktuell an der Uni hier läuft. Das hat Montag angefangen, geht noch bis jetzt am Freitag. Das ist eine Veranstaltung vor dem Präsidium hier in Saarbrücken. Und die Mahnwache läuft unter dem Slogan Gemeinschaftsgeist, wir sind hier. Und es ist eine Forderung nach ausreichenden Mitteln, um eine weitere Verschlechterung der Lehre zu verhindern. Das war aber noch nicht alles. Wir haben heute auch noch mal zwei Studiogäste hier. Und zwar von der studentischen Unternehmensberatung Consilia. Da werde ich später noch im Laufe der Sendung mit Paul und Fabia über deren Vereinsaktivitäten und Sonstiges sprechen. Ja, jetzt habe ich auch schon fast wieder alles vorweggenommen. Schaut einfach mal rein in unseren Beitrag über die Eindrücke bei den Stupawahlen letzte Woche. Hallo liebe Orga-TV-Hörer, letzte Woche haben wir wieder einige Aufrufe zur Wahl gesendet. Jetzt sind wir live hier, um einige Impressionen aus der Stupawahl zu senden. Wir werden Ihnen nun berichten von den ersten Eindrücken der verschiedenen Kandidaten. Wir sind der RCDS, okay. Und ich kann dir gerne mal einen Flyer von uns mitgeben. Also hier sind unsere Themen, die kannst du dir gerne mal durchlesen. Ja. Auf der anderen Seite sind unsere Kandidaten. Wir haben auch drei Direktkandidaten. Okay. Das bin zum einen ich, dann haben wir Matthias Hunold, ja. Und es gibt noch einen unabhängigen Kandidaten, den wir unterstützen. Das ist der Matthias Fuchs. Der Matthias ist auch heute da. Hi. Lest dir einfach unsere Themen mal durch. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mir gerne die Fragen stellen. Wenn du magst, kannst du dir auch noch was Süßes nehmen. Oder Feuerzeug, das kann man auch immer gebrauchen. Dankeschön. Gern. Und da hinten kannst du wählen. Ja, also der Wahlbetrieb ist natürlich, wie man ihn kennt, die Hochschulgruppen versuchen natürlich hier für sich zu werben. Die Wahlbeteiligung war bisher noch nicht ganz so stark. Wir würden uns dann natürlich freuen, wenn noch ein paar mehr Leute ihre Stimme abgeben wollen. Aber es haben natürlich hier schon in und um die Wahlstände viele interessante Gespräche stattgefunden. Und das ist natürlich was immer viel Spaß macht. Leider sind die Leute nicht wirklich sehr motiviert und ich denke auch so langsam ein bisschen genervt, weil sie von jeder Hochschulgruppe angesprochen werden. Aber leider gibt es keine andere Möglichkeit, überhaupt die Leute zu motivieren. Also wir geben uns noch Mühe. Bisher ist die Wahlbeteiligung nicht sehr gut. Ich hoffe, das wird noch besser. Es sind noch 2 Tage und ja, wir wünschen jedem das Beste natürlich und hoffen, dass wir auch weiterhin die Studierenden vertreten können.
Ja, also wir machen ja seit mehreren Jahren das erste Mal wieder Wahlkampf so richtig und eigentlich ist es unser Eindruck ganz okay. Also wir erhalten viel Zuspruch auch, weil es vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist bei den anderen. Also wir erhalten ziemlich viel Zuspruch momentan und unser Eindruck ist eigentlich ganz positiv. Was wir allerdings nicht so positiv finden, ist die Wahlbeteiligung. Also es kann nicht sein, dass in so Zeiten, in denen hier über uns hinweg entschieden wird, sich nicht mal die Leute auch mal ein bisschen ein Herz nehmen und wenigstens 10 Sekunden wählen gehen. Also das muss mehr werden auf jeden Fall und das ist auch wichtig, dass alle wählen gehen, weil sonst hat das auch gar keine Legitimation, da haben die Studenten gar keinen Druck mehr, gar kein Druckmittel sozusagen, ihre Interessen auch durchzusetzen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr alle noch wählen geht. Meine Eindrücke bisher sind, dass immer noch zu wenig Leute wählen waren. Also wir hatten bis gestern 511 Leute hier aus der Fakultät, die zur Wahl gegangen sind. Das ist natürlich immer noch deutlich zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass hier die Jura- und BWL-Studenten sitzen und gerade die Jura-Studenten sollten sich ja mit Politik besonders gut auskennen. Und ich hoffe, dass da noch einige zur Wahl gehen werden und natürlich auch von allen anderen Fakultäten. Demokratie ist wichtig und deswegen geht zur Wahl. So, jetzt habt ihr ja schon ein paar Einblicke der Wahlen gesehen. Ich hoffe, ihr habt sie nicht nur bei uns in der Sendung gesehen, sondern wart auch selbst an den Wahlurnen in Saarbrücken oder Homburg. Ja. Wie wir jetzt gerade von einigen gehört haben, war die Wahlbeteiligung auch in diesem Jahr wieder nicht sonderlich hoch. Und das schauen wir uns aber jetzt mal genauer als Picture in Picture an. So, es waren ja die Wahlen zum 62. Studierendenparlament. Jetzt gehen wir mal auf die Wahlbeteiligung ein. Also wie man jetzt hier sieht, war bei der Listenwahl hatten wir 14,46% Wahlbeteiligung. Und im Wahlkreis 1, was ja die Fakultät 1 auch ist, also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, waren 15,96%. Die anderen Wahlkreise lassen wir jetzt mal aus und gehen mal nur auf Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ein. Also ist jetzt, wie man hier sehen kann, eigentlich erschreckend, dass besonders in den Zeiten, in denen ja über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, so wenige sich die Zeit nehmen, mal kurz einen Wahlzettel auszufüllen und sich selbst dafür einzusetzen, wer einen auch im Stupa vertritt. Und man spricht ja als Student auch immer davon, dass man mehr Mitspracherecht bekommen will. Und da könnte man ja eigentlich auch mal annehmen, dass man selbst was dafür tut und wenigstens wählen geht. Jetzt haben wir als nächstes Thema die allgemeinen Informationen mal. Also im Stupa gibt es 33 Mandate, das heißt also die Mehrheit sind 17 Stimmen. Davon wurden 32 über die Listen verteilt und es gibt einen Unabhängigen. Es gibt einen Anteil, der über Direktmandate vergeben wurde und einen Anteil über die Listen. So, bei der Listenwahl war das Ergebnis jetzt, dass wir 627 Stimmen für die aktiven Idealisten hatten. Das macht dann 8 Sitze für die aktiven Idealisten. 7 Sitze bekamen die JUSU, Hochschulgruppe Saar und Unabhängige. Der RCDS, Junge Union Saar, bekam 5 Sitze, sowie auch die Grüne Liste. Und das Team bekam 3 Sitze und LHG Saar und die Linke, SDS, UDS jeweils 2 Sitze im Studierendenparlament. So, und dann kommen wir zu den Direktmandaten des Wahlkreises 1, also Fakultät REWI. Da können wir jetzt hier die Bilder sehen, derjenigen, die halt Direktmandate waren. Da kann man jetzt auch schön sehen, dass der Timo, der Ali und die Katharina sind ja hier umkreist. Und da kann man auf der nächsten Folie dann auch nochmal gucken. Der Timo vom RCDS, Junge Union Saar, hat 223 Stimmen bekommen, war damit Wahlsieger. Ali auf dem zweiten Platz von der JUSU, HSG Saar und Unabhängige mit 211 Stimmen und nur eine Stimme dahinter mit 210, die Katharina Waller von Das Team. So, und jetzt kommen wir mal zu den möglichen Sitzverteilungen, die denkbar wären im Stupa. Wir haben ja gesagt, dass 17 Stimmen halt die Mehrheit ausmachen und da haben wir jetzt mal die möglichen Sitzverteilungen uns zusammengebastelt. Also wenn die aktiven Idealisten mit der JUSU, Saar und Unabhängige und der Linken zusammenkämen, wäre das halt eine Mehrheit als erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre, dass die JUSU mit ihren 7 Sitzen, mit dem RCDS und der Grünen Liste mit ihren jeweils 5 Sitzen zusammenkämen, würde auch die Mehrheit geben von 17 Stimmen. Die dritte Möglichkeit ist, dass sich die aktiven Idealisten mit dem RCDS, der Linken und dem LHG Saar zusammentun. Und das wäre auch die Mehrheit im Stupa wieder.
sowie auch bei der nächsten möglichen Verteilung, wo die aktiven Idealisten mit der Grünen Liste, der Linken und dem LAG Saar zusammenkommen würden. Die fünfte Möglichkeit ist, dass die Jusos Saar und Unabhängige mit dem RCDS zusammenkommt und auch mit dem Team und der Linken. Das würde auch die Mehrheit von 17 Stimmen ausmachen. So, sechste Möglichkeit, Jusos Saar zusammen mit Grüne Liste, das Team und auch zusammen mit der Linken. Das nächstmögliche denkbare Szenario wäre, dass die Jusos Saar mit dem RCDS, dem Team und dem LAG Saar koaliert. Oder auch Juso mit Grüner Liste, dem Team und LHG Saar. Oder auch die letzte Sitzverteilung, die möglich wäre, ist, dass der RCDS mit der Grünen Liste, dem Team der Linken und LHG Saar zusammenkommt. Ja, das sind alles die möglichen Verteilungen, die durch die Sitze, die es die bei der Wahl rausgekommen sind, die möglich wären, theoretisch. Natürlich werden da viele davon auch nicht zustande kommen, weil es allein schon von den Interessen her ganz unterschiedliche Partner dann gäbe. Aber da kommen wir auch nochmal drauf zurück, wenn wir jetzt da genauere Ergebnisse haben, wie das jetzt dann sein wird im Stupa, machen wir auch gerne nochmal eine Info darüber hier in der Sendung. So, und nun kommen wir aber zu einem weiteren brandaktuellen Thema diese Woche, auch an der Uni hier. Und zwar findet eine Mahnwache statt vor dem Präsidium, habe ich ja eben schon gesagt, unter dem Slogan Gemeinschaftsgeist, wir sind hier. Und diese Mahnwache ist ja eine Forderung nach ausreichend Mitteln für die Lehre und auch um eine weitere Verschlechterung der Lehre zu verhindern. Aber schaut mal im Beitrag, wir haben euch da ein paar Eindrücke der Mahnwache bisher zusammengefasst. Hallo, also wir veranstalten hier eine Mahnwoche. Die ganze Woche sitzen wir hier, weil wir jetzt mehrere Gespräche mit den Vertretern des Qualitätsbüros hatten hier in der Universitätsleitung. Und da kam wohl leider raus, dass es einfach keine Verbesserung geben wird, beziehungsweise nicht mal der aktuelle Stand gehalten werden kann. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Deswegen zeigen wir jetzt nochmal, dass wir hier sind und uns das einfach nicht gefallen lassen. Wir sind jeden Tag von 10 bis 16 Uhr hier und freuen uns über jeden, der Lust hat, vorbeizukommen. Das Wetter wird jetzt ja auch noch besser und wir haben auch noch eine Vorlesung vom Präsidium, die gehalten wird. Und kommt vorbei, nehmt eure Zukunft selbst in die Hand und zeigt dem Präsidium, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wir würden uns freuen. So, der Slogan Wir sind hier passt ja wirklich gut, haben wir jetzt auch gesehen, denn die Verantwortlichen trotzen wirklich jedem Wetter. Also gestern war es richtig kalt da draußen und die haben da den ganzen Tag vorm Präsidium ausgeharrt, kann man sagen. Aber jetzt ist das Wetter ja auch schon besser und da hoffen die natürlich auch, dass da noch einige dazukommen werden. Es geht ja noch bis Freitag und da kann man ja noch ein bisschen mitmachen. Und es sind auch noch Vorlesungen vor dem Präsidium geplant bei der Mahnwache, jetzt morgen und übermorgen noch. Jetzt begrüße ich aber auch schon unsere beiden Studiogäste hier bei mir. Herzlich willkommen. Stell dich vielleicht einfach mal kurz selbst vor. Genau, ich bin der Paul. Ich bin bei Concilia im Vorstand. Ich bin seit einem Jahr dabei, studiere Wirtschaft und Recht. Und genau, vielen Dank nochmal für die Einladung. Gib weiter. Ja, ich bin Fabia, jetzt auch knapp ein Jahr im Verein mit dabei. Mache derzeit die Ressortleitung von Marketing und PR. Mhm. Und bei uns im Ressort kümmern wir uns eben darum, dass wir bestmöglich uns als Verein nach außen präsentieren und natürlich auch bei den Kunden dann, die nach Marketing fragen, dass wir da bestmöglich aufgestellt sind. Okay. Und was jetzt auch vielleicht für die Zuschauer interessant, die nicht genau wissen, was die studentische Unternehmensberatung bei euch genau macht,
könnt ihr vielleicht auch mal noch erzählen. Genau, also es gibt in ganz Deutschland studentische Unternehmensberatung. Dafür gibt es auch einen Dachverband, dem wir kürzlich beigetreten sind. Im Grunde sagt der Name es schon, wir sind eine studentische Unternehmensberatung. Das heißt, wir schlagen für Studenten und Unternehmen eine Brücke zwischen Wirtschaft und Theorie, gerade im Studium. Wir haben es ja bei der letzten Sendung bei MTP auch schon gehört. Theorie kann manchmal ein bisschen trocken sein und wir bieten eben einfach Praxisnähe zur realen Wirtschaft in konkreten Projekten. Es ist ja auch immer wichtig, mal ein bisschen ja, Praxis mal hier zu dem ganzen Theoriekram, dass man hier hat. Bei mir war es genauso, weil ich bin im Prinzip in der Vorlesung gesessen und habe einen Flyer gesehen und habe gesagt, jetzt mache ich das. Mhm. Also das hätte ich vielleicht geschmissen, aber es war meine Rettung. Dass sie mal das Wissen anwenden, einfach was man beigebracht kriegt. Ja, das ist ja auch gut. Ja, und welche Projekte habt ihr jetzt aktuell am Laufen? Genau, also wir haben sowohl externe als auch interne Projekte. Mhm. Zu den externen könnte man zum Beispiel sagen, wir haben ein großes Projekt mit der DHC. Das ist selber eine Unternehmensberatung im Bereich Pharma und Medizintechnik. Und die sind auf uns zugetreten und hatten die Problematik, dass sie gerne rekrutieren wollten. Das heißt, sie wollen Master- und Studiumsabsolventen direkt einstellen und hatten sich die Frage gestellt, wie können wir am besten diese Studenten darüber informieren, dass wir als attraktive Arbeitgeber in Frage kommen. Und mit denen haben wir ein großes Projekt gemacht. Da ist zum Beispiel jetzt am 9.7. ein Karrieregrillen, das machen wir zusammen mit der an der Sportschule, wo die einfach den Arbeitgeber unverbindlich kennenlernen können. Genau. Und vielleicht als zweites Projekt, was man so als Beispiel noch nennen kann, ist derzeit ein Projekt mit dem VWS United. Das ist auch ein Verein bei uns in der Uni, allerdings von ehemaligen Wirtschaftswissenschaftlern, die hier abgeschlossen haben, die aber wiederum für uns Studenten einen Mehrwert bieten wollen mit verschiedenen Veranstaltungen, die haben. Und da wollen wir momentan so ein bisschen rausfinden, wie wird der Verein von Studenten gesehen, wo sind eventuell Optimierungsmöglichkeiten und so weiter. Und da haben wir auch eine Umfrage noch laufen bis Freitag. Also wäre ganz toll, weil es eine Möglichkeit für uns Studenten ist, etwas zu bewirken und auch die eigenen Möglichkeiten einfach auszubauen. Wäre ganz toll, wenn da noch ein paar mitmachen würden bei uns auf der Homepage und auf Facebook findet ihr die Umfrage. Okay, also ihr habt es alle gehört. Ja, fleißig die Umfrage mitmachen. Vielleicht noch die Homepage, sag mal noch die Seite. Konzilier.de. Okay, ganz einfach. Gut. Ja, wie läuft denn so ein Projekt bei euch konkret ab? Genau, also es ist im Prinzip so, dass man zum Kunden geht, also man kontaktiert den Kunden oder der Kunde kontaktiert einen selber und dann geht man hin und also ich habe mal in einer Präsentation so schön gesagt, ich möchte eigentlich zum Kunden nur noch sagen, wo drückt der Schuh, weil das eigentlich ganz schön zusammenfasst. Und man hat halt eine Problematik und dann setzen wir uns hin im Team und diskutieren, wie kann man das lösen und gehen dann wieder zum Kunden und präsentieren unseren Lösungsvorschlag. Und der Kunde sagt dann entweder ja oder nein oder wir modifizieren. Und im Endeffekt kümmern wir uns dann um die komplette Konzeption und entsprechend auch die Umsetzung. Okay. Ja gut, Mehrwert haben wir ja schon gesagt für die Studenten. Ja, die Praxisnähe halt, ne? Genau. Ja, also bei euch wirken dann auch nur Studenten mit oder kann da auch jemand anderes irgendwie mitmachen? Also es ist eine Voraussetzung, bei Concilia mitmachen zu dürfen, dass man immatrikuliert ist. Genau. Okay. Also hier in Saarbrücken oder auch woanders? Also ich glaube, das ist noch nicht vorgekommen. Also weil also da es in Deutschland viele JÖs gibt, geht man logischerweise zur nächstgelegenen. Viele Studentenunternehmensberatungen. JÖs ist vielleicht Entschuldigung. Also, genau. Aber wir haben zum Beispiel auch Mitglieder von der HTW. Also wir sind, deswegen nennen wir uns auch studentische Unternehmensberatung im Saarland. Okay, und wie kommt man zu euch? Das ist vielleicht auch für die Zuschauer wieder interessant, also wenn man sich jetzt noch hier in der Uni ein bisschen engagieren will. Genau, also immer gerne über die Homepage einfach ein Bewerbungsformular an uns senden und dann wird sich einer von unserem Verein, meistens unser HRler, mit demjenigen dann in Verbindung setzen. Gerne natürlich auch immer uns einfach ansprechen, wenn ihr uns irgendwo auf dem Campus seht, ist auch gar kein Problem. Und wir haben auch regelmäßige Infoabende, wo sich Leute einfach informieren können, was für Angebote wir haben. Also Bewerbung hast du jetzt gerade gesagt, man muss da richtig Lebenslauf und alles hinschreiben, wie wenn ich mich bei einem Unternehmen jetzt bewerbe, oder? Einen kurzen Lebenslauf hätten wir schon gern, aber jetzt nicht, also wir sagen ganz klar, wir wollen keine Zeugnisse sehen, also uns kommt es nicht auf die Noten an, sondern es kommt einfach auf die Person an und auf das Engagement, das einfach jemand zeigt und da kann sich wirklich jeder bewerben, auch wenn der Durchschnitt mal nicht so toll ist oder der Lebenslauf noch nicht so ausgefüllt ist, dafür sind wir da, dass man den einfach ein bisschen erweitern kann. Okay. Und dann Bewerbung, läuft es dann ab? Also dann wir haben halt eben durch gewisse Qualitätsstandards, die wir eben dem Dachverband auch verdanken, den ich vorhin erwähnt habe, der BDSU, haben wir eine gewisse Qualität drin. Das heißt, wir casten wirklich richtig. Also wir kriegen die Bewerbung zugesandt mit Lebenslauf und dann sehen wir uns das an, setzen uns aber wirklich mit jedem zusammen. Es sind keine klaren Vorkenntnisse nötig. Und dann haben wir sowas wie eine Anwartschaftsphase. Das ist eine Probezeit für uns, aber auch für den Anwärter. In dieser Phase muss der Anwärter 5 bis 6 Schulungen durchlaufen. Das sind Pflicht. Und ein konkretes Projekt auch bearbeiten, dass wir einfach auch sehen können, wie sie eigenständig arbeiten, sie aber auch sehen können, ob das ihr Ding ist oder nicht. Und erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bieten wir quasi Mitgliedschaft. Okay.
weil sich das alles jetzt so ein bisschen hart anhört. Ihr müsst die 6 Schulungen durchlaufen, dass wir versuchen, natürlich auch alles locker zu gestalten, ja, und einfach den Leuten wirklich was mitzugeben, was für den Lebensweg dann doch hilfreich ist. Und so nie einer alleine. Also wir sind wirklich locker. Bei Unternehmensberatung denkt man natürlich immer an die bis oben hinzugeknöpften. So. Ich habe jetzt bewusst keinen Anzug angezogen. Also die sind wirklich ganz locker und bei uns ist noch nie irgendjemand mit einem Projekt alleine gelassen worden. Alles wunderbar. Wir hatten auch eben noch drüber gesprochen, also vor der Sendung schon, dass ihr jetzt wirklich auch Zulauf habt, ne? Also ihr habt expandiert. Ja, total. Also das war lustig, weil als ich damals gecastet wurde, waren es, glaube ich, ungefähr 4-5 Leute im Verein. Das war der Vorstand. Und dann, also mit mir kam eine Welle ganz vieler toller Leute und wir sind jetzt immerhin bei insgesamt 20 Leuten im Verein und das ist toi 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 für die relative Größe der Uni, ist das wirklich ein bombastisches Ergebnis. Ja, das ist normal, Alumni ist einfach. Also genau. Ehemalige sind auch bei uns noch im Alumni-Netzwerk mit drin, um uns zu unterstützen. Cool. Wir sind zufrieden. Ja, und jetzt nochmal, wie ist denn das rechtlich, wenn ihr jetzt die Sachen da vorschlägt? Also habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass ihr verbindliche Aussagen trifft oder sagt ihr, ja, wir geben jetzt nur einen Vorschlag für die Unternehmen? Also es ist im Grunde, kann man immer eine Handlungsempfehlung abgeben. Das kann natürlich, also es gibt Marketingberatung, es gibt Personalberatung, Strategie etc. Im Grunde ist es zum Beispiel bei uns jetzt so gewesen, dass wir halt die Problematik sehen und ein Konzept erstellen. Und zum Beispiel im Beispiel mit der DHC, wir sind dann auch ermächtigt, die Sachen umzusetzen. Wenn der Kunde letzten Endes sagt, ja, finde ich gut, bitte mach das, dann machen wir das. Okay. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Dann mal vielen Dank für das nette Gespräch und euer Besuch hier. Ebenfalls, danke. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ja, freuen uns auf nächsten Mittwoch. Wir haben wieder einige spannende Themen für euch. Ja, aber zu den Themen lasst ihr euch einfach mal am besten überraschen. Ja, nächste Woche schaltet wieder ein, wie jeden Mittwoch, 18.18 Uhr auf orga.tv. Bis nächste Woche.